Hey Leute, nun habe ich so ausführlich berichtet, dann bin ich euch sicher auch den Zwischenstand schuldig. Der Lauf ist gerissen, der Krug ist zerbrochen. Fünfmal hintereinander war ich im Halbfinale. Dieses Jahr hat es das erste Mal seit so langer Zeit nicht geklappt. Ich bin 14. geworden und damit ganz knapp unter der Grenze. Ich habe euch hier mal die Ergebnisliste eingestellt. Also es war ein ganz tolles Turnier wieder. Es war super spannend, es war super knapp. Ich habe erst gar nicht so viel Material gehabt, hinten raus dann trotzdem noch zwei Serien knapp über 1000 gespielt, war dann noch bei über 3600 Punkten. Das ist an der Quali-Grenze, also es ging ein bisschen das Zittern los. Wird es reichen, wird es nicht reichen? Dieses Jahr haben 20 Punkte gefehlt. Was soll's, sage ich mal, das ist das Gesetz des Skats, das ist vielleicht auch ganz gut. Hier sind eine ganze Menge neue Namen mit dabei, die jetzt im Halbfinale heute antreten dürfen. Es sind auch ein paar Bekannte wieder dabei. Arno ist wieder dabei, Hartmut, Michaela, Vorjahressiegerin. Also da bin ich gespannt, wer dieses Jahr die Nase voll vorn hat. Und anders als ich in meinem letzten Video angekündigt habe, habe ich inzwischen mitbekommen, das Halbfinale wird mit Skatguru live übertragen, also heute von 10 bis 12. Könnt ihr auf einem Link, den ich euch hier unten gleich reinpacke, sogar live verfolgen, wie sich die Halbfinaltische entwickeln und wer dann ins große Finale einzieht. Soweit von mir. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hamburg und ja, dann sehen wir uns bald mit neuen Skatvideos. Hey Leute, ich bin's nochmal mit einem kleinen Nachtrag. Ihr könnt das sehen, ich bin schon wieder zu Hause. Das heißt, die Heimreise hat problemlos geklappt. Was nicht geklappt hat, war der Upload des Videos. Weder im Hotel noch in der Bahn war das Internet gut genug, sodass das nicht zeitnah hingehauen hat. Das bedeutet, die Halbfinals sind natürlich schon durch. Und jetzt um 14:30 Uhr wird wohl gerade das große Finale im Studio starten. Ich möchte auch nicht mit den Jungs tauschen, denn da herrscht eine Affenhitze. Aber ich kann euch natürlich verraten, wer es geschafft hat. Walter Bechel hat es geschafft, Hartmut Seber das zweite Mal hintereinander. Und als drittes Martin Back, den kenne ich gar nicht, der hat aber im allerletzten Spiel Michaela überholt, die auch ein Riesenergebnis gespielt hat. Also fast wäre es zu einer Neuauflage des Finals vom letzten Jahr gekommen mit Hartmut und Michaela. Nun muss Hartmut gegen Walter ran und gegen Martin. Dann drücke ich den dreimal die Daumen, dass sie viel Spaß haben und dass der beste Spieler und die beste Karte gewinnen möge.